Hallo lieben Mecker-Freunde und willkommen zu einem Video. Ich bin Bock auf TD und in diesem Video geht es darum, hier mit drei ganz einfachen Plugins für die neueste Minecraft-Version auf Minecraft Athanos City Build installieren könnt. Super lieben Freunde, das sind wir schon wieder in Athanos. Ja. Bevor ich das Video anfange, möchte ich jetzt noch mal was sagen. Ich werde das jetzt, wie man City Build macht, das in vier Parts unterteilen. Im ersten Part, also in diesem Video, werde ich euch da ganz einfach zeigen, wie man das macht, wie man halt der City Build hat, mit diesen ganzen super flache Welt und so, wie man das ganze Ding kreiert. Im zweiten Video werde ich euch da ganz einfach zeigen, wie man das macht, damit man dann halt eine Farmwelt hat, dann slash Farmwelt eingeben kann, dann eine Farmwelt ist, wo man abbauen kann und so. Im dritten Video werde ich euch ganz einfach zeigen, wie man das sozusagen macht, damit man dann halt auch, ja, sowas hat wie Spieler, Owner, Admin und Supporter und noch weiter und so fort. Und im vierten Video werde ich euch ganz einfach zeigen, wie man das macht, damit man dann halt, damit man dann halt ein Geldsystem hat, sozusagen Jobs hat und man Plots kaufen kann und man Jobs annehmen kann und so. Und ja, dann würde ich auch sagen, fangen wir jetzt erstmal mit dem Video an. Als allererstes gehen wir zu Software und installieren ohne speedupbucket.org. Warum? Weil sonst könnten wir gar keine Plugins installieren. Drücken wir wieder auf Installieren. Und dann seht ihr schon, wieder hier sind zwei neue Fenster aufgeploppt. Einmal Dateien und einmal Plugins. Bei Dateien können wir sehen, dass wir für Plugins haben. Bei Plugins können wir Plugins installieren. Und als erstes brauchen wir WorldEdit. Als erstes brauchen wir WorldEdit, da ist es schon. Und drücken da erstmal das Installieren. So, dann müssen wir ein bisschen warten, bis das ganze Ding installiert ist. So, jetzt ist WorldEdit auch schon installiert. Als nächstes brauchen wir World Quad. Da drücken wir dann auch einfach aufs erste und drücken dann auch wieder auf Installieren. So, dann wird World Guard auch installiert. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Jetzt ist World Guard auch installiert. Und als letztes brauchen wir Plot Squad. So, Plot Squad, muss kurz gucken, wo es ist. Plot Squad, hier ist schon. Und drücken da dann auch einfach mal auf Installieren. So. Da müssen wir dann auch hier ein bisschen warten, bis das ganze Ding installiert ist. Das kann auch immer so eine Weile dauern. So, jetzt ist es auch schon installiert. Jetzt können wir auch nochmal auf Dateien gehen, also da, wo alle unsere Plugins gehen. Gehen auf Plugins. Das sehen wir schon, wir haben jetzt hier drei Plugins. Dann gehen wir auf Server und starten jetzt einfach mal den Server. Wir sehen uns dann in Minecraft. Ciao! 6,5 Stunden später. Super, liebe Minecraft-Freunde. Ja, jetzt sind wir hier auch schon wieder in Minecraft. Und ja, ich hoffe, es funktioniert. Jetzt ist es schon Versuch 2. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier gerade ins Server beigetreten. Hier ist so eine kleine Wiese, hier ist ein paar Tiere, hier ist ein bisschen Wald. Aber wahrscheinlich wollte ich jetzt hier eine City Build-Welt drauf haben. Das ist ganz einfach, und zwar als erstes schreibt, also öffnet ihr T, öffnet ihr das Textfeld und schreibt als erstes slash P und dann Setup. Schreibt als erstes slash P Setup, damit wird sozusagen eine City Build-Welt für euch generiert. Drückt dann Enter und dann fragt ihr euch schon, was für ein Generator möchtet ihr denn gerne benutzen? In dem Fall haben wir ja auch hier vorhin das Plugin installiert, Plot Squared. Deswegen schreiben wir einfach slash PSetup und dann Plot Squared. Drücken Enter und dann fragt er uns schon, ja, wie wir die Welt generieren wollen. Default, das bedeutet, er tut sozusagen einfach eine ganz neue Welt generieren und lässt die hier in Frieden, tut eine neue Welt generieren und tut darauf sozusagen City Build, ja, machen. Augmented, das bedeutet, er tut diese ganzen Biome und so übernehmen und tut sozusagen hier drauf dann City Build machen. Oder wir machen Patrial, oder wie es heißt. Dann tut er sozusagen diese ganze Welt hier löschen und tut einfach hier drauf die City Build-Welt generieren. In dem Fall schreiben wir einfach mal slash p setup default. So, slash p setup default und drücken dann Enter. Dann fragt er uns schon, wie hoch soll das Ganze denn sein? In dem Fall machen wir jetzt einfach mal 64. So, dann können die Spieler 64 Blöcke nach unten graben. Und jetzt fragt er uns, wie groß sozusagen die Plots sein sollen. Normalerweise ist es 42, deswegen nehmen wir jetzt auch mal 42. So, schreiben wir da einfach 42 rein und drücken Enter. Dann fragt er uns schon, was für ein Block wir haben wollen. Also sozusagen haben wir dann sozusagen geblockt und dann was wir halt sozusagen da drauf haben wollen. Normalerweise ist es Stein, deswegen machen wir jetzt auch mal Stein. Das sollen wir einfach slash p setup und dann 1. Also 1 steht für 2 wie bei WorldEdit. 1 steht für Stein wie bei WorldEdit.
Dann drücken wir Enter. Und dann fragt er uns schon, was halt dann oben drauf sein soll. In dem Fall wollen wir dann Gras haben. Schreiben dann einfach slash PS Setup 2. Und drücken einfach Enter. So. Jetzt müssen wir noch eingeben, sozusagen, was der Set sein soll. In dem Fall nehmen wir da einfach mal slash PS Setup 44. Und drücken einfach mal Enter. So. Jetzt schreiben wir hier am besten einfach mal slash Setup 44.1. Geht nicht. Ah. So. Geht immer noch nicht. Jetzt slash PS Setup 44.1 und drücken dann Enter. So. Hier sagt er uns schon, wie groß der Weg sein soll. Normalerweise ist der 7 Blöcke. Deswegen machen wir dann auch einfach mal 7 Blöcke. So. PS Setup 7. Und drücken dann noch einfach mal Enter. Jetzt fragt er uns wieder, wie groß sozusagen der Weg sein soll. In dem Fall nehmen wir auch einfach mal, was wir da oben genommen haben. Ich habe jetzt 64 genommen, deswegen machen wir jetzt auch einfach mal 64. So, zweiten PS Setup 64. Jetzt fragt er uns, ja, was wir sozusagen als Block haben wollen. Normalerweise ist Quarzblock, deswegen nehmen wir einfach auch mal einen Quarzblock. Schreiben slash PS Setup 155 und drücken einfach mal Enter. So. Und jetzt fängt es hier gerade an zu regnen, deswegen tue ich kurz mal Wetter klar machen. Wetter klar. So, das ist ganz jetzt hier mal klar. Und jetzt fragt er uns sozusagen, was wir jetzt haben wollen. Normalerweise ist es Stein, deswegen machen wir auch immer mal PS Setup 1. Lieber wolltet ihr, 1 steht für Stein. So. Dann schreiben wir hier am besten einfach PS Setup 64 und drücken wir einfach mal Enter. So, als letztes fragt er uns, ob wir halt ja Bedrock unten drunter haben wollen. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier nach unten graben würden, ist ja da unten Bedrock. Und ob wir das dann haben wollen oder ob wir es dann nicht haben wollen. In dem Fall wollen wir es mal haben, deswegen schreiben wir dann einfach slash PS Setup True. Das bedeutet, dann wird da unten Bedrock gesetzt. Wollen wir kein Bedrock haben? Kein Bedrock haben, denn wir jetzt hier schreiben PS Setup Fall. In dem Fall wollen wir es haben, deswegen schreiben wir einfach mal PS Setup True. Und jetzt fragt er uns sozusagen, wie die Welt heißen soll. In dem Fall, dann ist jetzt einfach mal PS Setup CB1. Das bedeutet, die Welt heißt zum Schluss City Build 1. Also, ich nenne es jetzt hier CB1, steht dann für City Build 1. Drücken einfach auf Enter und jetzt wird auch schon die ganze Welt generiert. Ein paar Sekunden später. So, jetzt sind wir auch schon drin, jetzt ist das ganze Ding generiert und jetzt sehen wir hier auch schon, ja, hier ist unsere City-Build-Welt. Jetzt können wir sozusagen hier hingehen auch und wie bei normalen City-Build slash P-Claim machen. Ich mach mal kurz slash P-Claim, dann gehört das ganze Ding uns, dann werden wir auch schon hin teleportiert. Dann ändert sich der Block hier in Sandsteinstufen und wenn wir jetzt hier draufstehen, steht auch dann immer Plot CB1, also City Build 1, Fury Blue 1. Da könnten wir jetzt hier auch nochmal hingehen, könnten wir das hier auch nochmal machen. So, dann hört es das jetzt auch. So, und jetzt ist halt noch das Problem, wenn wir jetzt halt, ja, beispielsweise schreiben slash und dann DOP und dann halt beispielsweise jetzt ich, Fury Blue. Fury Blue, das sind wir jetzt auch kein Operator mehr. Und jetzt ist es eben auch so, wenn wir jetzt halt was zerstören wollen, können wir jetzt hier auch nichts mehr zerstören. Nur noch bei unserem Plot. Hier bei anderen Plots können wir auch nichts mehr zerstören. Und ja, das einzige Problem ist, jetzt können wir halt auch nicht mehr slash P Clay machen. Geht es nicht mehr. Ja, das zeige ich euch dann auch nochmal dann in späteren Video, wie das Ganze hier geht. Ja, dann würde ich auch mal sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, ciao!